Hallo und herzlich willkommen bei OMAREX TV. In ein paar Tagen startet die IWA und wir haben heute natürlich auch nochmal eine kleine Neuheit, die wir euch im Vorfeld zeigen wollen. Viel Spaß! Wie der ein oder andere sicherlich schon mitbekommen hat, wurde unsere Lizenz seitens Smith & Wesson von Schreckschuss auf Airguns erweitert und jetzt dann auch endlich auf Airsoft-Waffen. Heute stellen wir euch zwei M&P40 vor. Einmal als Non-Blowback-Variante, CO2-betrieben versteht sich, und einmal als Blowback-Variante, die ist ebenfalls CO2-betrieben. Fangen wir erstmal mit der Non-Blowback-Variante an. Wenn wir uns die genauer anschauen, finden wir erstmal natürlich alle Hersteller-Markings an Ort und Stelle. Auf der rechten Seite befindet sich dann die relativ leicht zu bedienende Sicherung und auf der Oberseite finden wir eine Fiberglasvisierung. Im Griffstück untergebracht ist dann ein 15-schüssiges Stangenmagazin. Hier wird ebenfalls direkt die CO2-Kapsel untergebracht. Die lässt sich hier sehr einfach einsetzen und festschrauben. Hierbei sollten wir allerdings erwähnen, in dem Moment, wo die Kapsel angestochen ist, ist die Waffe auch sofort schussbereit, da es sich hierbei um ein Double-Action-Only-System handelt. Das Gewicht der Waffe liegt bei 563 Gramm, die Gesamtlänge sind 193 mm und die Energie der Waffe ist mit 1,5 Joule angegeben. Dann machen wir weiter mit der Blowback-Variante. Die unterscheidet sich vom technischen Aspekt her natürlich ein bisschen von der Non-Blowback. Auch hier finden wir natürlich wieder alle Hersteller-Markings an Ort und Stelle. Der erste große Unterschied ist das All-in-One-Magazin. Das heißt, hier am Boden des Magazins ist eine CO2-Kapsel eingesetzt. Hier schrauben wir die Bodenplatte raus, setzen die ein, ziehen die fest und stechen damit die Kapsel an. Dann finden wir an der Waffe eine beidseitig zu bedienende Sicherung. Und natürlich bewegt sich der Schlitten und bleibt nach Abgabe des letzten Schusses hinten stehen. Zusätzlich haben wir hier noch ein einstellbares Shoot-Up. Wie das eingestellt wird, zeige ich euch jetzt im Detail. Um das Shoot-Up einzustellen, müssen wir natürlich erstmal den Schlitten von der Waffe runternehmen. Dafür drehen wir die einmal um. Auf der linken Seite befindet sich der Zerlegehebel. Dann ziehen wir den Schlitten einmal ganz nach hinten, arretieren mit dem Daumen den Verschluss. Dann können wir das hier runterklappen und den Schlitten nach vorne abziehen. Hier auf der Unterseite finden wir dann eine Stellschraube, an die wir so erstmal nicht rankommen. Das heißt, wir nehmen die Federführungsstange, schieben die ein Stück nach hinten und lassen die hier arretieren. Und jetzt kommen wir an die Kreuzschlitzschraube, um das Shoot-Up zu justieren. Nachdem wir das Shoot-Up dann justiert haben, bringen wir die Federführungsstange wieder in Position und montieren den Schlitten wieder aufs Griffstück. Hierbei ist darauf zu achten, dass wir den Zerlegehebel selbst wieder zurückdrehen. Das passiert in diesem Fall nicht automatisch. Mit eingesetztem Magazin kommen wir hier auf ein Gesamtgewicht von 725 Gramm, ebenfalls bei einer Länge von 193 mm. Das Magazin selbst fasst 16 Schuss und die Energie der Waffe ist mit 1,3 Joule angegeben. Jetzt würde ich sagen, haben wir aber genug rumgelabert. Wir sehen uns gleich wieder auf dem Schießstand. Nachdem wir vom Schießstand zurück sind, stellen wir erstmal fest, wir haben hier zweimal das gleiche Modell mit zwei vollkommen unterschiedlichen Systemen, die beide natürlich ihre Pros und Kontras haben. Wer sich die beiden Babys genauer angucken will, kann uns gerne auf der IWA besuchen. Ich bin dann erstmal raus. Bis zum nächsten Mal.